die Jungs wieder hart trainieren, ne? Und ich kann hier chillen. Herr Zirbo, vielen Dank für deine Zeit hier in der Mittagspause. Fangen wir einfach an. Wie geht's dir? Auf jeden Fall, mir geht's richtig gut. Ich kann gute Fortschritte machen hier auf jeden Fall im Trainingslager. Und ich fühle mich richtig gut, deswegen passt alles im Moment. Wie waren die Vorzeichen jetzt für so ein Trainingslager? Ist ja, glaube ich, schon ein Unterschied, ob man jetzt als verletzter Spieler mitreist oder halt einfach fit sich auf das erste Spiel vorbereiten möchte. Ja, auf jeden Fall. Für mich war das auch ein Neuland, weil ich noch nie verletzt war im Trainingslager. Deswegen habe ich nicht so gewusst, auf was ich mich hier einlassen muss oder wie ich arbeiten kann, weil wir erstmal gucken mussten, wie mein Fuß reagiert. Und ich erst ein paar Tage vor Abflug meinen Schuh wegbekommen habe. Deswegen, aber ich konnte richtig gut arbeiten mit Engin am Strand, dann war ich laufen, dann ein bisschen mit Ball schon. Deswegen, ich konnte echt gut so getrennt von der Mannschaft arbeiten und deswegen konnte ich einen riesen Schritt machen. Und jetzt denke ich mal, dass diese Woche in Deutschland dann wieder mehr draufgepackt wird. Du sagst abseits der Mannschaft, aber wie wichtig war es trotzdem einfach in der Umgebung der Mannschaft zu sein und bei den Jungs wieder? Ja, das auf jeden Fall. Es war ja auch 2 Wochen jetzt Urlaub für die Mannschaft. Ich habe durchtrainiert, deswegen ist es schön, immer dabei zu sein, mit den Jungs zu essen, zu frühstücken, sich unterhalten, ein paar Tipps geben, wie das Spiel war oder wie das Training läuft. Also es ist schön, wieder dabei zu sein und ich hoffe mal, dass jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen ich wieder öfters dabei bin. Nehmen wir uns mal mit bei so einer doch relativ langen Reha dann. Was sind so die vielleicht die schwierigen Zeitpunkte, was sind die Momente, wo es ein bisschen besser geht? Ist es dann eher so jetzt zum Ende hin, wo man das Ziel wieder vor Augen hat, dass es bald wieder losgehen kann? Oder ist es da dann eher sogar die Ungeduld bei dir? Ja, am Anfang hat man erstmal 6 Wochen den Schuh und da schon Geduld zu haben, nicht aufzutreten, ist schon schwer. Aber ich habe so gedacht, ich kann jetzt den Schuh ausziehen und direkt loslegen, aber so ist es natürlich nicht. Mein Fuß ist eingeschlafen, die Muskulatur, Turm, Fußmuskeln, alles müssen ja erstmal wieder so aufwachen oder halt gucken, dass sie wieder mobilisiert werden, dass ich wieder drauf laufen kann. Und ja, das zieht sich ein bisschen, aber ich habe heute echt einen guten Schritt gemacht heute Morgen. Deswegen, so geduldig bin ich auch nicht, deswegen, aber ich brauche die auf jeden Fall. Und für den Kopf, wie anstrengend ist das für den Kopf, so eine Verletzung dann? Ja, ich sehe das immer ein bisschen anders da. Ich sehe das so, in meinem Kopf ist immer, wenn ich verletzt bin, dann ist es wie für mich so eine neue Herausforderung, wieder stärker zurückzukommen oder genauso zurückzukommen, wie ich aufgehört habe. Und da kann ich vielleicht andere Dinge Wert legen, was ich vielleicht so nicht mache, wenn ich fit bin. Deswegen, ich sehe das wie so eine Herausforderung, so eine Challenge, mich besser zu machen. Und dabei mache ich Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Woche. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Deswegen läuft alles auch perfekt im Moment. Die Location ist auch gut fürs Gemüt. Wir haben dich ja beim Training mit Engin am Strand begleitet. Das ist schon eine andere Kulisse als der triste Trainingsplatz. Ja, deswegen, das war auch der Vorteil, warum ich auch glaube mit bin, dass wir viel morgens um 8 Uhr am Strand arbeiten können. Und wenn wir sehen, jeden Morgen den Sonnenaufgang, ich glaube, das ist einmalig. Das gibt es so nicht in Deutschland vielleicht. Deswegen war das schon gut, dass ich hier dabei sein und am Strand arbeiten zu können. Du warst ja trotzdem auch oft am Platz, hast auch die Trainingseinheiten von da verfolgt. Wie ist so dein Eindruck von den Jungs jetzt auch in der Woche? Wie haben sie gearbeitet? Ja, ich glaube, das ist jetzt eine kurze Vorbereitung eigentlich, weil es geht ja schon in 2 Wochen los. Aber die Jungs haben gut mitgezogen. Der Trainer hat ein paar neue Schwerpunkte gelegt, jetzt mal 3-5-2. Und ich denke mal, dass die Jungs sehr gut gearbeitet haben und wir eigentlich gewappnet sind für die Rückrunde. Perfekt, dann danke dir für deine Zeit und weiterhin gute Besserung. Danke.